Interne Personalbeschaffung hat auch Nachteile. Nämlich? Betriebsblindheit. Oh ja, das ist der Hauptnachteil. Betriebsblindheit, ganz genau. Betriebsblindheit, manche nennen das auch Inzest. Ja. Und das ist sehr drastisch formuliert, aber es drückt schon diesen Gedanken in gewisser Weise aus, es kommen keine frischen Impulse von außen. Und das kann für ein Unternehmen gefährlich sein. Das reicht, Betriebsblindheit reicht. Ja. Dann haben wir natürlich eine geringere Auswahlmöglichkeit, eine geringere Auswahl. Ja, da draußen sind potenziell viel, viel mehr Menschen, als intern in Frage kommen. Wir haben bei dieser internen Beförderung immer die Gefahr des Fortlobens. Ja, da wird irgendwo eine Stelle ausgeschrieben und da ist ein Mitarbeiter, den will eigentlich in der Abteilung keiner so richtig. Und dann sagt man, Mensch, das ist doch für Sie, da passen Sie doch hin und großartig. Und man fortloben, Gefahr des Fortlobens. Oh ja, sollten wir notieren. Und dann ist da auch die Angst des Mitarbeiters, weil er weiß, alle gucken jetzt. Oh, der Herr Meier, der ist ja jetzt Abteilungsleiter geworden, ich weiß nicht, ob der das packen wird. Ja, Angst des Mitarbeiters, die ihn blockieren könnte, ist ein Nachteil der internen Beschaffung.